zocke ich zum ersten Mal seit seit geraumer Zeit mal wieder ein bisschen Kuski, Leute. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil nichts anderes gespielt wird. Samstagmorgens um 8:30. Nein, Spaß, Leute. Ich habe heute mal mega Bock auf Kurski. Ich möchte dann nämlich ein paar Themen ansprechen und das kann ich irgendwie am besten mit so ein bisschen PvP. Deswegen würde ich sagen, hi Jack, let's go! Er heißt einfach Entengeburt. Nice. Was ein nicer Name. So, wir haben da eine Kiste und wir haben da eine Kiste. Das ist schon mal very, very nice. Oh, nice. The sword is incoming. Ja, kann man auf jeden Fall mit leben. Oh, first kill, Fragezeichen. Och, seriously. Aber der hier könnte unser erster Kill sein, Leute. Ja, Leute, ich möchte heute ein Thema ansprechen, wovor ich mich schon ziemlich lange gedrückt habe. Und zwar das Thema Facecam. Leute, in letzter Zeit wurde vermehrt danach gefragt und jetzt stelle ich die Frage einfach raus an euch, da wir sowieso bald die 10k haben, was für mich eine unglaublich krass große Zahl ist, möchte ich euch an dieser Stelle fragen, wollt ihr als 10k-Special Facecam, Leute? Schreibt es in die Kommentare oder zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Leute, ich habe jetzt in letzter Zeit auch vermehrt drüber nachgedacht, bin mir auch dessen bewusst, was das für Auswirkungen hat und so weiter. Und ich mache es nur noch von euch abhängig. Also ich muss sagen, ich kann mich drauf einstellen, ich habe Bock drauf. Und deswegen hängt es jetzt nur noch von euch ab. Also wenn ihr das wollt, schreibt es in die Comments oder zeigt es mit einem Daumen nach oben oder was weiß ich. Eine Minute, 37 Sekunden später. Nice! So, jetzt muss hier aber mal ein bisschen gerissen werden. Also jetzt mal ohne Witz, wir können ja jetzt hier nicht die dritte Runde hintereinander hier so richtig reinscheißen. Come on! Oh, der war One-Hit. Nice. Also am schlimmsten finde ich echt Abstauber. Das geht ja mal überhaupt nicht. Das ist das Allerletzte. Ach komm schon, das ist doch mad, Alter. Also ich wollte jetzt gerade eigentlich einen krassen PvP-Part irgendwie hinzufügen, aber die Runden werden einfach nicht voll. Die Runden werden einfach nicht voll. Da muss ich, glaube ich, auf die Team... Die Runden werden einfach nicht voll. Das ist, nice. Leute, bevor in den Kommentaren gefragt wird, warum ich so lange weg war und so, da kommt noch ein Video zu. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da werde ich dann drauf eingehen und darüber so ein bisschen erzählen, was so los war. Damit ihr nicht irgendwie jetzt auf dem Schlauch steht oder nicht wisst, was los war. Und yo! Leute, ich habe das Gefühl, ich bin einfach richtig schlecht geworden in PvP. Nein. So, da oben steht der Ryogu, den werden wir natürlich gleich erstmal klatschen und danach die Oma kocht, ne? Jetzt erstmal Steinstein aus der Kiste holen oder das, geht auch. Ein paar Sekunden später. Och, der hat ein Herz, Mann, das kann's doch nicht sein. Leute, ich bin, glaube ich, einfach nur richtig schlecht geworden. Nice, den ersten haben wir, come on. Den zweiten auch, nice. So, hier ist der nächste. Nice, Double Kill, come on. Nice, oh mein Gott, das... Das ist einfach mein vierter Kill, die Runde läuft. Leute, so wie es scheint, bin ich doch nicht eingerostet. Yay. Mann, das ist doch wieder ein... Jo Leute, ich hoffe zutiefst, dass das Video euch gefallen hat. Wie gesagt, schreibt zu dem Thema Facecam eure Meinung mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren, was ihr da so zu denkt. Ansonsten würde ich sagen, nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und meine Social Medias abzuchecken, würde ich mich mega drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao! Leute, dieser Baum überrascht mich einfach jedes Mal wieder, weil der so übertrieben groß ist. Oh Mann. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mein letztes Video nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt einmal in die Mitte klicken, kommt ihr direkt rauf. Links könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr vielleicht noch neu auf diesem Channel seid. Und rechts kommt ihr zu meinem Designer. Würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr da mal vorbeicheckt. Er macht richtig stylische Designs. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt endgültig raus. Haut da rein und...